ich muss aber sagen, es ist für mich das erste Mal, auch hier unten zu sein. Und es ist schon ziemlich cool mit den ganzen Fans zusammen. Es erinnert mich schon ein bisschen daran, wie damals noch hier der große Mittwochskorso. Legendär war er. Leider darf man nicht mehr stattfinden lassen. Aber das kommt schon doch ziemlich nah ran, so nah bei den Fans zu sein. Besonders Feeling hier runterzukommen. Bisschen die Leute hier so bisschen plaudern. Wir sind leider nicht so viel hier mit Essen, aber diesen Tag genießen wir immer. Und ein bisschen so an die Fans so, ja, zurückzugeben. Das ist echt was ganz Besonderes, hier auch durch die Menge zu fahren. Alle feuern dich an, gut, auch wenn wir hier ganz langsam sind. Aufregender wird sicher morgen und die nächsten Tage. Aber das ist eine tolle Veranstaltung, super Wetter. Ganz toll, wirklich, ganz großartig. Und das macht es eben auch aus, dass man eben so nah an den Fans ist und das ist einfach fantastisch. Das war so ungefähr Mittwoch, der Montag, der war so. Ganz neue Challenge. Das ist was anderes als Turn, war ein Klassik. Okay. Ja, aber genauso spannend. Viel Spaß! Ja, wunderbar, erstaunlich. Ja, es ist eine Wahnsinnsstimmung hier. Jedes Jahr geht es hier immer voll ab. Man sieht hier die ganzen Fans, wie es die alle anzieht hier. Und ich meine, es ist auch eine tolle Sache hier, was der Veranstalter hier macht, durch Adenauer durch. Man hat mal die Möglichkeit, auch als Fahrer hier mal auf normaler Straße mit so einem AMG GT3 zu fahren. Ist einfach eine coole Sache, macht für die Fahrer und auch für die Fans Spaß.